Hallo, servus, du bayerische Weißwürstel da draußen vor dem PC, Handy, Laptop und TV. Wir spielen Folge 34 von Elex. Schön, dass du auch hier wieder dabei sein möchtest bei dieser großen Aufnahmesession. Immer 2 Stunden nehme ich auf. Das reicht meistens gar nicht auf. Auf und aus. Letztes Mal haben wir den Bogen von Leonard wieder zurückgeholt. Das war ein bisschen schwierig, aber wir haben es überlebt. Indem wir einfach den Bogen genommen haben und dann abgehauen sind. Das waren die Verlorenen und die haben es auch ordentlich drauf. Mit Pfeil und Bogen können wir da eigentlich auch nichts ausrichten. Keine Ahnung, warum wir eigentlich so schwach sind. Das kann ja eigentlich gar nicht sein. Entweder haben wir total falsch skaliert, aber wir müssen langsam in Fertigkeitspunkte legen. Aber das kann ich ja machen. Wir brauchen nur die Punkte dazu. Das Lustige ist, wir haben momentan kein Level und wir brauchen die nächste Stufe, um endlich ein bisschen besser zu werden. Und das wird jetzt sein. Was wir jetzt halt wollen, werden wir hier mal ganz nach oben reisen, um zu dem Berserker hier zu kommen. Und einmal hier, da gibt es ja diese Mördergeschichte und die müssten hier irgendwo rumlungern. Deshalb habe ich mir gedacht, wenn die da eh schon so in diesem Raumzyklus sind, dann würde ich mal vielleicht gucken, mal irgendwie dahin zu kommen. Es wird aber eine sehr lange Reise sein. Aber währenddessen habe ich mir gedacht, werden wir vielleicht auf neue Sachen stoßen und vielleicht uns neu ausrüsten können. Währenddessen haben wir 2 Elex-Getränke konsumiert. Was war das? Ersetzerbrot ist gut. Konsumiert. Und dabei ist die Kälte wieder gestiegen, die wir vorhin gesunken haben. Ja, genau. Aber es macht ja nichts. Ob die jetzt steigt oder nicht. Diese Wölfe sind wieder hier. So, dieser Wolf, dieser Hornwolf. Zeugen einer längst vergangenen Der Zeit. sagt aber dasselbe. So, den hier. Ja, weil du auch da stehst, ihr blöder Sack. Upsa! Das Blöde, ich habe auch überhaupt keine Ausdauer mehr dann, boy. Ich kann mich ja verteidigen. Ja. Au, das tat weh. Hier greif halt auch mal an. Von hinten. Das ist gut so. Sehr schön. Wie lange wir beide brauchen für so einen blöden Wolf. Sehr gut. Ja, es ist einfach nicht. Es ist zum Mäusemelken. Haben wir jetzt aber auch nicht mehr so viel jetzt davon vom Fleisch, ne? Ach, das ist zum. Ich weiß nicht, ob wir groß richtig sind. Wir sind ja hier, ne? Also eigentlich rein theoretisch gehen wir zum Konverter. Wir gehen hier außen rum und dann kommen wir irgendwie hier irgendwann hin. Wir kommen hier irgendwann hin. Bei Einbruch der Dunkelheit kommen wir da. Ja, dreh dich um. Warum ist das Schild weg? Man muss den richtigen Moment immer abwarten. Das war ja nicht so gut. Da waren wir zu weit weg. Duras macht aber schon mehr Schaden als ich. Siehst du? Der Verschaden macht der Boy. Ich mache für einen schweren Schlag, ne? Also langsam wird es mal was. Yes, das war ein guter Treffer. Noch einer, komm. Komm. Ach. Yes, der war gut. Bist du noch? Yes. Geile Sache. Das hat gut geklappt, wa? Duras. Der rollt noch weg. Hui, das sag ich dir. Ach so, deswegen.
Naja, ich habe halt mal gerade meinen Pfeil und Bogen draußen. So, wie schaut's denn aus? Also, wir gehen ja fast Richtung Konverter. Wollen wir ja eigentlich nicht wirklich sein. So, wir müssen uns überlegen, was machen wir. Die Viecher kommen relativ schnell wieder. Die spawnen auch ziemlich schnell. Ich helfe dir. Habe ich dich jetzt fokussiert oder was ist los? Diese schwachen Kritter funktionieren ziemlich schnell. Die sind gut. Die funktionieren sehr gut. So, dieses geil, alte Gemäuer schon auch wieder. Nicht wahr? Laufen wir mal außen rum. Drum vorbei. So, Dearest, wir wollen hier rein. Okay, du bist der Boss. Ach, toll. Kommt das Teil gemütlich auf uns zugeschlendert. Na, komm mal her. Er hat uns bestimmt gesehen, ne? Komm her! Blöder Wolf. Also. So, Duras, du bist dran. Ah! Na, ich wollte ihn ja. Ich habe keinen Fokus auf ihn. Das gibt's gar nicht. Weiß ich nicht, warum, dass ich keinen Fokus habe auf ihn. Ist auch egal, ey. Sieht man auch, weil ich auch keine Lebensenergie und Anzeige habe an ihn. Weiß auch nicht warum. Wird schon werden. Bin ganz gut, gell? Puh. Kommst du mit? Danke dir. So, da sind wir wieder da, wo die Banditen waren. Da ist dieser Troll, wo wir aufpassen müssen. Weil der kämpft ja sofort. Das ist ja das Problem, was ich meine. Der Typ will ja gleich kämpfen. Okay, wenn wir hier dran vorbei... Ach, das ist ein sehr, sehr langer Weg. Bin angegriffen, oder? Irgendwas hat doch gequakt gerade. Da, der da. Der quakt. Fokus, das macht er automatisch eigentlich normalerweise, aber gerade vorhin hat er gar keinen Fokus gesetzt. Was auch egal ist. Alter. Drei. Ja, das Hin- und Herrollen, das kann ich alles noch gar nicht so. Wo ist der hin jetzt? Der ist hier Schisse. Banditenlager, das kennen wir ja schon. Müssen wir mal gucken, können wir an der Straße entlang hier irgendwie dran vorbei? Versuchen wir es nochmal so. Das schaut auch nicht besser aus eigentlich. Dann müssen wir mal gucken, wie wir auf die Straße kommen. Blöde Frage. Da ist die Straße. Das Hühnchen! Komm, Hühnchen. Hühnchen! Hm? Das Vieh mache ich platt! Du hier! Sammelpunkt! So, ich habe gedacht, schon tot. Geh mit der Straße entlang, Duras? Okay. Die Straße ist völlig unser Freund. Da war ich mir ja eigentlich schon. Weil das dein Auto jetzt war, meins. Guck mal, die Autostrada. Rein theoretisch kommen wir auch dahin. Das ist mir eigentlich egal, wo hin. Weil der Berserker läuft uns ja nicht so davon, oder? Warte mal, das machen wir jetzt mal nochmal. Die Gefährten Zahn und Zahn. Ne? Die beiden sind hier relativ in der Nähe. Oh, ist schon cool.
War alles mal schön, ne? Den kriegen wir hin auch. Das ist ein Velociraptor. Das ist ein richtiger Veli. Komm jetzt! Bist du blöd? Stehst du hier noch? Warum ist dieser Veli so aggressiv? Bin ja noch gar nicht schuld dran. Jetzt will der uns haben, oder? Ja, jetzt kommt er. Er backt da hinten noch rum. Gott sei Dank gespeichert. Aber es ist trotzdem nicht besser. Der läuft da rum. Du raus, bitte. Hilf mir. Kleine Heilpflanze mitnehmen. Dieser Frosch, diese sind so angriffslustig, diese Viecher. Währenddessen kommt der Velociraptor, oder? Aua. Weißt, das ist echt, Elex ist eine Gefahrenquelle. Mein Loot! So. Schönes Spiel. Na, wie oft ich noch drüber schimpfen werde. Velociraptor jagen nie alleine. Immer im Rudel. Immer. Das hättest du nicht machen sollen. Immer im Rudel. So, das schaut erstmal gut aus. Da waren wir auch noch nie. Was ist das hier? Duras. Warum ist der jetzt so? Rein theoretisch immer weiter. Was ist denn los eigentlich? Ende. Gut. Warum hast du das jetzt gemacht? Ich wollte eigentlich normal ausrüsten. Geh mir weiter. Der Wald ist voll gefährlich, weißt du das? Der alte Lex. Weißt du, hieß er nicht so? Ja. Das ist ein ausgewachsenes Hühnchen. Hallo Hühnchen! Den packen wir, oder? Packen wir den? Das hat jetzt nicht gespeichert, weißt du? Scheiße. Kommt jetzt gleich, ja? Komm, komm. Jetzt kommt er. Komm, 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 komm. Das ist so eine Scheiße. Jetzt komm, nimm auch mal was wieder. Wow, wow, das war aber heftig. Sehr schwerfällig, mein Held. Alter Lex, Slacks heißen die. Ja, zwei packen den schon. Ja, komm, 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 komm. Yes. Oh, Duras. Die jagen wenigstens nicht so im Rudel. Die gehen. Das ist ein Häuschen. Ich habe irgendwas Gehöses gehört. Ja, ist ein Frosch. Komm, den holen wir jetzt. Komm her. Komm her. Ja, ja, ja. Komm her, Caesar. Ja, du kleiner Frosch. Caesar. Gehe ich ein bisschen hin, ne? Immerhin. Die Orientierung kurz verloren. Da ist ein Gebäude. Das ist vielleicht gut und das ist vielleicht schlecht. Irgendwas ist da drin. Das Gurt. Was weiß ich nicht.
Es könnte ein Würer sein. Da ist Elex drin. Hescher. Ach, das, ihr seid das. Das war scheiße. Der hat den Fokus auf mich, gut. Okay, zwei. Warum? Für sterben. Das ist gut so. Ich muss sterben, weil das ist echt krass hier. Jetzt weiß ich, was das ist. Das ist jetzt eigentlich nicht ganz nett gewesen, dass das passiert ist. Was? Toll. Okay. War gerade bei der Speicherung währenddessen das Vieh getötet worden ist. Ist ja süß. Ach, toll. Also jetzt wissen wir, was da ist drinnen. Na komm. Macht der Frosch nicht. Scheiße. Ja, da sind die alle rausgepurzelt, dann waren das zu viel plötzlich auf einmal. Elix ist das ein bisschen schwierig. Klettern musst du. Ja, du kommst ganz einfach hoch, das ist gut. Das habe ich gemeint, ne? Dieses nach vorne rollen, ne? Du musst zweimal nach vorne drücken, damit er das tut. Das ist ein bisschen schwierig, finde ich. Also, das ist in Gothic 4 etwas besser. Also da, das war deutlich angenehmer, das zu tun. Aber ist scheißegal. Ein Hühnchen. Komm. Ein kleines Hühnchen. Ich hätte auch gern mal dein Schwert. Weißt du, das Drecksviech, Entschuldigung. Macht so einen Schaden. Ich bitte dich, stirb. Was ist denn jetzt los? Muss ich jetzt dann auch noch dieses Hühnchen? Jetzt sterbe ich auch noch wegen dem hier. Ja, dann stirb. Macht nichts. Weil ich dann... Dann habe ich meinen Halbtrank noch. Ist halt komisch. Schnell weg, au. Der hat einfach sein Schild nicht. Der steht einfach da und verreckt. Oh Mann. Ich könnte heulen. Oh, ja, Mann. Diese Viecher hier. Wo kam dann der plötzlich wieder her? Aber ich sehe schon. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören. Fürs Zusehen. Schön, dass ihr eben dabei seid. Da vorne ist ein Hühnchen. Das werden wir nächstes Mal haschen. Hasch, hasch.